Die Mannschaft fuhr geschlossen und gemeinsam zum VC Bottrop. Das ist ein Volleyballclub, ganz bekannt hier in Bottrop, zweite Liga. Und in der Pause nutzen wir die Möglichkeit, mit Patrick Göcke zu sprechen, ein Heimkehrer. Wie kam es dazu zur Rückkehr zum TSV? Ja, also ich wurde im Winter, hatte ich Gespräche mit Holger Flossbach, Michael Klein. Wir haben uns zusammengesetzt, gesprochen, ob ich nicht Lust hätte, wieder beim TSV Mahöll zu spielen. Da das ja, wie gesagt, mein Heimatverein ist, musste ich da nicht lange überlegen und habe mir gedacht, komme ich wieder zurück. Ein halbes Jahr hast du in der Landesliga gespielt. Welche Erfahrung hast du mitgenommen? Erfahrung habe ich mitgenommen, dass ich halt viel Einsatzzeiten dort hatte, mich persönlich weiterentwickelt habe, sportlich und auch charakterlich, um meine persönlichen Ziele mit dem TSV Mahöll zu verfolgen und zu realisieren. Was sind denn deine persönlichen Ziele? Also in dieser Saison ist natürlich ein oberer Platz das Ziel für mich. Also für den Aufstieg wird es nicht reichen, aber dass wir halt gut mitspielen, eine gute Rückrunde spielen und im nächsten Jahr dann eventuell angreifen. Du kennst die Mannschaft, die ist ja jetzt neu zusammengestellt worden. Auch nach deinem Weggang sind einige neue Spieler dazugekommen. Wie schätzt du die Qualität ein? Generell nach den ersten Trainingseinheiten habe ich gesehen, dass die Qualität sehr hoch ist, deutlich auch gestiegen im Vergleich zum letzten Jahr, dass wir da eine gute Runde spielen können. In der Hinrunde war ja ein Problem gewesen und das war ja ein ganz starkes Problem, in erster Linie im Sturm. Ist das Sturmproblem jetzt mit den zwei Neuzugängen, der Alexander ist auch dazugekommen, mit dir gemeinsam gelöst? Ob es jetzt auch partout gelöst ist, kann ich jetzt nicht vornherein beantworten. Wir versuchen natürlich beide unser Bestes, damit wir diese Probleme dann in den Griff bekommen in Zukunft.